Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu RimWorld. Und jo, zur Folge nach der Belagerung quasi. Blaue Giraffe hat es nicht überlebt. Leider. Ja, wir werden sehen, wie wir damit so klarkommen. Wir haben hier Pumpkin Spice Coffee. Okay, sehr interessant. Sosfon holt sich, glaube ich, seine Pistole wieder. Ob das so eine gute Idee ist? Naja. Ja, ihr Lieben, wir müssen noch mal schauen. Rodriguez hat eine Trauer. Das Herz wurde durchschossen. Mhm. Da hat die Schutzjacke nichts gebracht, ne? Hm. Ärgerlich. Es gab noch mal Schutzwesten. Die sind wegen diesem DLC-Krams aus natürlich weg, ne? Müssen wir gucken. Ah, ärgerlich. Naja, was soll's. Ja, jetzt müssen wir mal warten, dass hier auch ein bisschen was passiert. Ja, bei der Verteidigung spielt das hier natürlich mit diesen Watchtowern schon eine Rolle, ne? Watchtower aus Dünnleder und so weiter, das sieht ja alles komisch aus. Stoff. Es stellt sich hier echt die Frage, ob man... wie man das hier mit den Sachen regelt, ne? Ob man dann denn nicht sagt, hier stellt sich echt die Frage, ob man das nicht machen soll. Also immer hier an den Türen, ne? Also hier ist eine Tür. Hier ist eine. Da würde es hier schon Sinn machen. Ja, das werden wir sehen. Wir haben weiterhin medizinischen Notfall. Körper und Infektion ist extrem. Immunität steigt schneller, das ist gut. Oha!
Reis haben wir genug? Nee, irgendwie auch nicht. Teufelskern läuft schon eine Plante. Wir warten mal ab. Ich schau mal, was fehlt. Wobei ich mir schon vorstellen könnte, dass wir hier wieder Mais anbauen. Transport, alles da, Kinderfliege haben wir gar nicht. Arbeit. Tierpflege haben wir, unterhalten nicht. Aquaristen, kochen haben wir, jagen auch. Bauen. Feldarbeit. Also von allem haben wir ein bisschen was, ne? Also nichts fehlt. Beekeeping. Forschen, Managing, ja auch. Mission, Writing haben wir nicht. Naja. Nahrungstechnisch läuft's. Wir schicken sie mal weg. Nee, bauen passiert nicht immer noch, also so, die Geschichte muss folgenderweise mal geschehen. Also ich bin der Auffassung, dass wir hier gucken sollten, geil, ne? Also das hat echt gefehlt alles. Irgendwie kommt mir das auch so ein Ticken zu oft vor, muss ich sagen. Er ist sehr hungrig. Wir müssen mal ernährt werden. Kehren. Mild Queen, Mild Drone, okay. Sehr schön. Das Sammeln dauert immer ein bisschen, ne? So muss man sagen.
Aber ganz ehrlich, solange das hier läuft, habe ich nichts dagegen. So. Wir warten mal ab, bis hier alles repariert ist. Also einmal hier so nur mal stoppen. Das kriegt man an sich hin. Es geht alles. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier. Oh, dann haben wir das hier sogar, ne? Perfekt. Das läuft. Wir müssen mit der Verteidigung hier jetzt mal so langsam durchziehen. Also das hilft nichts. Wir können ja mittlerweile Stromkabel verlegen. Wir müssen gucken. Wie wir das hier mit hinbekommen. Aber wie sollen wir das denn hier hinbekommen, ne? Da muss es ja echt irgendwie. Strom ist da. Nee, was haben wir denn hier gemacht? Her, bitte mal hier ran. No way. Nein, das kann es nicht sein. Shit. Dann ah, das ist ja Schmutz, ne? Ah, das ärgert mich. Ja, wir müssen hier irgendwie jetzt mal hochkommen. Stelle ich mal ab. Hier wird mal schön hochgeschraubt. Wir brauchen halt nur. Ich brauche hier irgendwie so einen Generator.
der, wenn es denn jetzt drauf ankommt, ja, der einfach wie ist gerade unser Stromnetz? Haben wir denn noch gerade die Sonnenfinsternis? Nein, ne? Lithea sofort hierhin. Aus. Wir müssen das hier mal anders machen. Wir müssen hier Stromschalter. Schaltet Strom ein oder aus. Bauplatz. Hä? Kann der zum Beispiel hier hin? Ich will, dass das hier gemacht wird. Oh, come on, mach doch mal jetzt. Einschaltzeiten. Ah. So, jetzt würde ich mal gucken, ob es was bringt. Was ich nicht checke. Ah, nee. Wir müssen das anders machen. Zeitschaltuhren, das gefällt mir. Muss das denn immer... Können die denn nicht hier einfach bauen? Wer ist für Bounce? Ja, das verdirbt jetzt alles. Oh, das kann doch nicht wahr sein. So. Irgendwas läuft hier immer noch nicht. Hm.
Läuft das da jetzt durch? Ah, I see. Sechs bis 22 Uhr an. Aha. Automatische Feinderkennung aus, steht hier. Das ist interessant. Also es gibt hier scheinbar echt so Möglichkeiten. Ich mach das mal aus. So, Lithea soll hier mal ran. Wir müssen hier mal hochfahren. Schon wieder. So, jetzt muss schnell gehen. So, jetzt sollte das auch klappen. So. Jetzt kann der Schalter auch ein. Wobei ich das bei den Schaltern schon komisch finde, dass die... Kann man die zum Beispiel in so eine Wand bauen? Ja, kann man. Das wäre wirklich was. Das wäre wirklich was. Das kann man eventuell auch ändern. Imperialer Händler, Erdbeeren-Transit OHG. Da schauen wir mal, was die so haben. Wir machen trotzdem mal den Handel, auch wenn sie angeschlagen ist. Hightech-Bauteile. Muss eigentlich nicht. Wir gucken mal, was wir noch so holen können. Napalm. Nö. Klarstahl können wir nicht. Aerodrones. Genpaketfurchen im Gesicht. Ich glaube, das kaufen wir mal. Deckstab und so. Nee. Gewaltige Skulptur. Ach nee, das muss gar nicht. So. So, Lithea. Wir benutzen mal den Techplan. So, im weiteren Verlauf. Jetzt stellt sich echt die Frage, was machen wir mit der Verteidigung?
einfach so an die jeweiligen Ausgänge, ne, würde ich mal sagen. Wie könnte das aussehen? Also wir wollen ja erstmal, also getrennte Stromknoten gehen ja nicht. Ich muss hier echt überlegen, wie wir das machen. Vielleicht gibt es ja für sowas irgendwelche Mods. Aber es sieht eher so danach aus, als wenn wir hier jetzt irgendwie was klären müssen. Er sieht echt so danach aus. Also das muss hier entlang gehen irgendwie. Ja. Da müssen wir gucken. Da müssen wir echt schauen. Momentan kann man sagen, man nimmt diese äußere Wand. Ist aber auch nicht so die Lösung. Ist das die äußerste Wand? Ich will mir das mal anschauen. Ist das? Das ist, glaube ich, die äußerste Wand, ne? Eieiei. Nee, das wollen wir ja eigentlich nicht, ne? Wie gehen wir hier vor? Eins, zwei, dreier Dicke hat diese Wand dann. In der Mitte könnte sie durchgehen. Das wäre eventuell eine Möglichkeit. Oh Mann. Das kann hier noch was werden. Wir bauen sie wirklich mal. Eieiei, Leute. Also, das kann hier echt noch was werden. Wand aus Granit. Marmor. Wand aus Granit. Geglätteter Marmor. Meine Frage ist jetzt, gibt es eine Mod oder ähnliches, wo ich das trennen kann? Ich meine, das muss doch irgendwie möglich sein. Das werden wir uns anschauen. Ab der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Macht's bis dann gut. Ciao, ciao. Euer Fadi.